Oh yeah, und fertig ist das Silvestertrink. Hallo en welkom bij een nieuwe video vanuit Europa Park. In een vorige video hebben jullie al kunnen zien hoe Jurgen mij alles uitlegde over de wereld van de cocktails. En speciaal voor de jaarwisseling heeft Jurgen voor jullie een cocktail samengesteld om het jaar zelf feestelijk te beginnen. Jurgen, sag uns, was brauchen wir? Genau, also wir brauchen ein bisschen Paprika, Estragon. Wir nehmen Campano Antica Formula, das ist ein roter Wermut. Etwas Cromagnier Rouge, Rutte, Old Syme, Geneva. Und Champagner. Champagner? Le Rampé Champagner. Also, schneiden so circa ein Achtel von der Paprika auf, schneiden die etwas klein, machen die in ein Rührglas, machen dazu zwei Zweige Estragon. Wir drücken das leicht an, machen Eis dazu. So, und dann geht's los. Wir haben 2 cl roter Wermut, 2 cl Cromagnier, 2 cl Rütte, Old Syme Geneva. Ich rühre den Trink mal kalt, du darfst die Flasche öffnen. Natürlich kann ich das. Ich habe mir ooit laten vertellen, dass als je de kurk van de champagne eraf doet, dat je niet moet laten knallen, maar dan moet het klinken als een erotische zucht. Voor de kleintjes vraag maar aan papa en mama. Het was meer een heet scheetje. Oh, kein Silvester. En dan? Jetzt darfst du hier was reintun. En wieviel? We nemen 6 cl Champagner. 6 cl darfst du einfach frei einschenken. Lalala. Gut. Oh, is zu viel. Oh Gott, zu viel. Zu viel? Ja, ja. Niet zoveel Champagner als ik erin heb gedaan. Jetzt rühren wir das Ganze nochmal ein bisschen. Aber nur leicht kurz aufrühren, dass die Kohlensäure nicht entweicht. Nur, dass sich alles vermengt. Glas mit einem Eisball drin, das sind große Eiswürfel. Nehmen eine Zeste einer Orange. Drehen die einmal auf. So. Und dann habe ich da noch was vorbereitet. Oh yeah, und fertig ist das Silvestertrink. Kijk eens aan, dit is hem dan. En als ik het kan maken, dan kunnen jullie het natuurlijk ook. Dus ik zou zeggen, tot volgend jaar en tot ziens in Europa Park. Proost!